Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem Three Houses mit mir, dem Emerius und auch hoffentlich euch, den Zuschauern. Wie ich vorhin bemerkt hatte, hatten wir noch ein Unterstützungsgespräch von Petro Dorotera. Deswegen tun wir uns auch das mal direkt anschauen. Petra, how are you doing? Getting used to life here? I am settled. Everyone shows great kindness. I'm glad to hear it. I was so surprised when you first arrived. A princess all the way from Brigid. You have my gratitude. But please do not call me princess. You are making my cheeks blush. There's nothing to blush about. You're every little girl's dream of what a princess should be. Anyhow, I suppose it's been a long time since you've been back to Brigid, hasn't it? I hope you aren't homesick. Maybe we can cook one of your favorite dishes from back home. I do wish for that. But there is no possibility. The ingredients are not found here. I suppose you're right. That's probably why they don't cook the food of Brigid in the dining hall. I'm sorry. I just got to thinking about how hard it must be to live somewhere so far away from home and... No, it can't be impossible. I'll fix you a real meal of Brigid. I'll just find a recipe and similar ingredients. Wait, Dorothea. It is the thinking that counts. But your cooking is... What is the word? Horrendous. That is what everyone is saying anyway. Horrendous? Nobody's cooking can be that bad. The thinking is enough for me. You have my biggest gratitude. Fine, I'll do something instead of cooking for you. I just want to be sure that you feel at home here. How about a massage? That may help you loosen up. I have no problems. My body is already able to relax. Oh? Then perhaps I could sing you lullabies to help you sleep. I'm not having sleeping trouble. Just know that you never have to worry about putting me out. I like helping my friends. Well then, I must be going, but remember my offer. Dorothea is filling my heart full. Ja, das war doch echt ein richtig nettes Unterstützungsgespräch. Hätte man am Ende noch echt einen kleinen Umarmung reinbringen können. Aber sei es wie es sei, wir haben eine Mission zu erfüllen. Nämlich das Erbe von Gautier. Eine Diebesbande, angeführt von den Ungnaden gefallenen Sohn des Hauses Gautier, hat einen Reonlik gestohlen und führt einen Aufstand an. Die Küche entsendet vier Studenten, um sich dieser Bedrohung anzunehmen. Dann wollen wir mal. Turm Konrad. Na, wie das wohl ausgehen wird. Mit dem anderen Heronen-Relikt-Typi. Das Erbe von Gautier. This weather is unfortunate. Those villagers were right when they said a storm was brewing. But they were more afraid of an attack than they were of the storm. Let's end this quickly. The thieves have taken Conan Tower as their base. There it is in the distance. Niklon must be more skilled than your average thief to have overtaken a place like that. This area was the site of a massive battle several hundred years ago, when invasions from the north were at their peak. This tower was built for both surveillance and defense. It will be difficult to seize it. You know your history, Gilbert. If I recall correctly, you're from the kingdom, aren't you? I left my home long ago. If you have any questions about the mission, I'd be happy to answer them. Was wirst du denn Aufführer der Diebe oder Anführer der Diebe? House Gautier has always placed great importance on whether or not someone bears a crest. Margrave Gautier has two sons. A crest never manifested for his eldest. It's not hard to imagine why he left, wound up in this sort of life. There's no reason that crests should have the power to dictate someone's destiny. Don't you agree, Gilbert? He was just another victim of cruel fate. Forsaken by the goddess, who now demands his execution. Ja, wenn man das so sieht, ist das natürlich richtig. Why, thank you so much. Bitte? Ist das, so much. Ist das richtig skrupellos? Wenn man auch bedenkt, dass sie die ganzen Leute vorher. Naja, die ganzen.
Kirchenleute aus dem Westen einfach so hingerichtet hat. Also da ist schon irgendwas tiefer im Argen. Oh, vielleicht gucken wir uns mal unsere Leute an. Immer noch. Wer hat noch ein? Ach, mein Adjutant ist weg. Das ist doof. Hier dann noch einigermaßen so Items. Ah, sieht gut aus. Dann wollen wir mal. Der gegnerische Kommandant wird besiegt, ist der Sieg, aber alle unsere Einheiten werden besiegt. Die Niederlage. The enemy is close by. We're almost to the top floor. They have nowhere left to flee, so the situation is in our favor. All we have to do is chase them down. Ah, den kann man nicht bewegen. Was kannst du denn eigentlich, Gilbert? Du bist ein Festungsritter. Verlapper verändert eine Axt plus 5 Angriffe und verlängert das Gesamtgewicht der Ausrüstung um 5. Ich weiß mir noch nicht hundertprozentig sicher, was die Rüstung bringen soll, beziehungsweise das Gewicht. Ja, weg mit der Übungsaxt. That's my cue. Ach verdammt. Ich muss sagen, die Musik finde ich schon ziemlich nice. Oh. Stay focused. Sie kann noch sammeln, also. Ist das besser? Hast du einen Thronschlüssel? Natürlich hast du einen Thronschlüssel. As you wish. This order yet. Und beim Sammeln werden wir natürlich immer stückchenweise besser miteinander auskommen. Put me in there. Noch eine Übungslanze. Ferdinand von Eyre. Ferdinand von Eyre. So, Edelgard. Kriegt man die ersten zwei ab. Well, how was that? Level 13. One step at a time. Naja, plus Verteidigung. Ein gutes Level up für die Ritter. Witness my power. Das war ziemlich brutal für die. Also Petra muss jetzt ein bisschen hinterherhinken. Ferdinand von Eyre. Kann der eigentlich? Oh ja, stimmt. Er kann schon mal angreifen. Das ist schon mal nicht schlecht. Kann man dich mal schwächen. Edelgard hat schon mal ziemlich viel abbekommen. Man kann sich schon mal zum Teil ein bisschen geholfen werden. Kommst du eigentlich dran? Ja, mit Blick kommst du echt dran. 76, komm schon. Ja. Nice. Stärke? Du brauchst noch mehr Stärke, Mädel. Okay, dann halt mal Key. Warum muss man sich überlegen? So, oh, guck mal. Captain's in trouble. Hurry up, you fools. Enemies approach from the lower floors. Watch the rear flank. Hier war der Gegner hinter Wellen und sie hat den erschossen über eine Welle und hat dann den Thronschlüssel sich einfach so genommen. Tausch mal mit hier der Übungslanze. Die brauchst du nämlich null. Kannst sie zur Truhe laufen.
Ferdinand von Eyre, kannst du mal hinten schön bleiben. Mit Petra. Nein, Schubert. Dorothea, du bleibst mal bei denen. Aber auch ein Heiler dabei. Und Lenhardt kommt mit nach vorne. Thanks. Lenhardt. Sollen die mal ranlaufen? Guck mal, das zählt den gar nicht. Ja, zumindest ist die schon mal weich geklopft. Mr. Ferdinand von Eyre. Mit der Wuchslanze verdoppelst du den Angriff. So, der kommt hier. You were wide open. Oh, sie macht damit den Wuchslanze Schluss einfach mal weg. Flame Spirit, protect me. I am greater now. Noch mehr Geschwindigkeit, warum nicht? Ferdinand von Eyre kann sich mal wieder ein bisschen bewegen. Edelgard, stopp dir bloß die Truhe. Ich kann auch eigentlich statt Strategien einsetzen. Boah, ist das richtig gut. You've got this. Thank you. Oh, wegen gerade der Bogenschütze, hundertprozentig der blöde Bogenschütze. Kein Schaden. Nett. Miniaturbogen. Okay. Miniaturbogen sind auch was ganz eigenes. Die können nämlich von nahem kontern, einfach so. Das ist einfach so eingebaut in der Waffe, weil die ja so klein ist. That is that. So. Das war's mit der Runde. Okay, Ferdinand von Eyre, du stehst mal wieder im Weg. Durch Heilen Level Ups bekommen ist auch immer nett. Well, like what you see. Naja, plus Resistenz. Schon mal nicht schlecht. Und Panzerbrecher ist nett. Panzerbrecher. Ich glaube, selbsterklärend bist du effektiv gegen die, die Panzer tragen. Oder Rüstung, wie unser Begleiter Gilbert. Der wäre schwach dagegen. Das ist ein bisschen eine langweilige Karte bis jetzt. Ferdinand von Eyre steht mal wieder im Weg. Bernadette, los geht's. Drehen wir mal ein bisschen die Karte, dann sehen wir ein bisschen was mehr. Was bist du für einer? Trefferring? Ein Ring, der die Trefferwahrscheinlichkeit erhöht. Oh. Den möchte ich ganz natürlich ganz gerne haben. So, du bist Micklin. Du bist wohl Sylvains großer Bruder.
Ups, da war irgendeine komische Fähigkeit. Diese Waffe steht ein Gegenstand. Keine Waffe von einem Gegner mit geringerem Geschwindigkeitswert. Du hast einen Geschwindigkeitswert von 5. Lanze des Untergangs. Explosionsspeer. Der hat 10 Axt, aber eh in Lanze, aber kann einfach die Lanze benutzen. Der hat eine Kraft von 22. The fuck? Heilmittel. 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 Wieso hat jeder Heilmittel? Naja. Zumindest diesen Ring möchte ich unbedingt haben. Das ist nämlich auch was Neues. Da wird, oh, kann er noch gehen. Ach, eh, die Gatschenke. Das gab es vorher gar nicht. Ach, guck mal. Here we go. Attack them from both sides. It's an ambush. Ach, guck mal, die dürfen sich noch nicht bewegen. Du machst den komischen Priestertypen am Arsch. Oder Magier. Each battle a chance to grow. Such power dwells within. Das Level ist auch leider nicht gut. Wir brauchen mehr Geschwindigkeit. Windschnitt reicht nicht, wenn nichts davon reicht. Ja, 13% zu critten, ne? Naja. Man hätte crit können, muss man nicht. I think I'm improving. Plus Magie, plus Resistent, ist okay. Not a total waste. Jungs plus, ja, gut, meinetwegen. Meinst du, du kannst den Plot machen? Nö, warum auch? Aber Kasper, der gehört dir. Das war wieder die Axt. What a jump. Dann vielleicht 9% Crit-Schuss. Naja. Wäre nett gewesen, wenn es funktioniert hätte. Aber muss er nicht. Also ihr geht mal wieder nach hinten. Edelgard. Ich vergesse dich jedes Mal. Ach guck mal, da kommen noch welche. Ja, wenn Lin hat den Schaden bekommt, ist das nicht so schlimm. Victory. Was seine persönliche Fähigkeit hilft ihm ja. Ach, da ein bisschen Schaden. Dann geht mal Lin halt und wir mal vor, um uns den Ritter zu stammen. Edelgard, brechst mal vor. Ferdinand von Eyre. So, du gehst mal wieder auf dein Stahlschwert. Thank you. So, du sammelst mal. Und dann haben wir noch unsere zwei hier. Nein, nicht die Eisenaxt, sondern die Panzerschuhe. No one makes it past me. Sehr schön.
Kannst du den tummeln? Nö. You could have at least tried. Dann halt so. Wird er geschwächt. Und beim Counter-Hit von Human wird er drauf gehen. Nicht Hubert. Gut, meinetwegen. Bewegen die sich jetzt alle? Naja, fast. Naja, benutzen wir die Lanze. Only a fool challenges me. Nein, du kannst mal. Petra, du greifst mal mit dem Bogen an. I will not be stopping. Ich glaube, darf mal wieder nachziehen. Und ihr lauft mal vor. Sei denn, die kommen jetzt noch wieder welche. Dann kommen die nächsten, würde ich sagen. Ne? Ja. Alle mit Heilmittel. Wie langsam Gilbert ist. Wir kommen auch noch nicht ganz an den dran, deswegen warten wir hier mal. Nein. Einfach sammeln. Einfach Unterstützung sammeln. Wurde auch nur jed. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass das jetzt etwa. Aber mal schauen. 19 Schaden, ouch. Das ist ein dicker Ritter. Aber Gott sei Dank ist der langsam. Also notfalls können wir auch weglaufen. Hat. Ich glaube, der ist eher so deiner. Jo. Mit Windschnitt machst du ihn easy fertig. Der Nachteil, also dicke panzerten Rittern. Magie schneidet da durch wie Butter. Einige. Wäre schön, wenn Gilbert nicht so laufen würde, einfach stehen bleiben würde. Back to the fray. Aber naja, kann man nichts machen. Ausgewischt, Hubert.
Aber dafür, dass du mich angegriffen hast, macht Gilbert dich jetzt fertig. Aber ganz klar. Oder 78 kann man gut ausweichen. Bei der Dead stelle ich mal hinter dem großen Jungen mit dem Schild. I thought it was dead. Heilmittel. Ja, da mache ich jetzt nicht so viel. Thank you. Tausch mal deine Waffe wieder. Und warte mal auf den Penner. Weil das sind ein paar viele. Das ist nämlich ein Problem, wenn die alle da reinlaufen wie so die Berserker. Thank you. Die ganzen Angriffe hätte Kaspar nicht aushalten können. Das glaube ich nicht. Er greift doch den Dicken an. Er fehlt irgendwie genau ein Stärkepunkt, damit er die alle one-shot. Dumm Bogenschützen. Warum kann ich nicht kontern? Ja, diese fucking Typen können kontern, wir aber nicht. Das ist doch Beschiss, ist das. 1A Beschiss. I'm no stranger to battle. Toll. So, wie machen wir das denn jetzt am besten? Du kümmerst dich mal um den. Oder sie. Am I done yet? Ja, mehr davon weg. Kümmert sich um den Schurken. Well, how was that? Können wir den platt machen? Nett, nicht so. Keyboard kann. Aber wir können es ja so bewegen, da kommt der dumme Ritter nicht dran. For Lady Edelgard. Ja, du Fanatiker, alles für Lady Edelgard. So, Kaspar, der gehört dir. What a jump. Now I can do so much better. Geschwindigkeit und Verteidigung, ja. Wir brauchen auch mal Geschwindigkeit, ey. Dass wir so wenig Geschwindigkeit haben, ist ja echt ein Scherz. It's over. Okay. Should I have held back? Easy. Gute Arbeit. Einmal Hubert wird immer noch angegriffen, sonst hätte ich Bernadette geheilt. So, und jetzt unsere drei Nachzügler, die jetzt den Rücken freigehalten haben. Back to the fray. Ach, ein Überfall. 20% zu treffen. Typisch Bogenschütze. Und der macht jetzt den Bogenschütze platt, weil für den hat er genau genug. I cannot lose. Klaus mir wertvolle Erfahrungspunkte, Alter. Der alte Sack da. Hubert, das Level up. You worked hard for nothing. I still have a long way to go. Warum kriegt der immer gute Level-Ups? Immer. Naja.
Much needed. Ich mag den nicht. Aber leider ist er gut. Leider ist er gut. Appreciated. Und wir warten da auf uns Bogenschütze natürlich. Warum sollte doch kein Bogenschütze auf uns warten? Level up. If only my research had such results. Magie und Verteidigung, ja. Warum nicht? Helpful. Casper. Oh, nicht in den Vorrat rein. Irgendwann hat er mich noch weniger Verteidigung als wir. Wirklich diese Karte. Aber die haben es fast aufgeschlossen zu den anderen. 51. Geh mal weg. Hey, gerade der gehört dir. Your defeat was inevitable. Das war leider ein schlechtes Level-Up. Naja, jeder hat mal einen schlechten Tag, sag ich mal. Well done. Lennart, beweg dich. Jemand versperrt jetzt auch noch den Weg, ey. A great help. Der läuft noch in den Sohn rein. Ich habe schon wieder vergessen, wie der hieß. Martin? Thank you. Wie hieß er nochmal? Miklan. Miklan. Ja, es gibt nur noch den einen Gegner. Und der wird sich nicht von der Stelle bewegen. Eisenburg Plus. Ne, Teilmittel kann weg. Braucht doch keiner. Noch alles benutzen, was geht. Ja, Schritte gehen wir jetzt vielleicht nicht so weit. So, sehe ich auch, wo ich die hinschicke, die Jungs. Junge, Junge, diese Karte, ne? Back to the fray. Und Kümmert ist wahrscheinlich vor uns da, so wie es aussieht. Naja, immerhin gibt es noch ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Aufgrund der Geister. Thanks for helping. Machen wir mal so. Well done. So, können Sie schon mal weiterlaufen. Erfahrungspunkte, Haltbarkeit der Ausrüstung aufgefrischt. Erfahrungspunkte bekommen, Haltbarkeit der Ausrüstung aufgefrischt. Ach guck mal, sie kann schon angreifen. Aber kann ja zumindest nicht kontern. You think you can take the lance from me, huh? I'll kill you. I'll kill every last one of you. Let's
14 für Bernadette. Jetzt hat sie genauso viel Magie an Magie wie Angriff. Also war echt nicht dumm, dass wir der Magie gelehrt haben, anscheinend. Gegen den werden wir aber das Schwert des Schöpfers benutzen. Thanks. Ich meine, das bietet sich ja geradezu an. Strategie? Nö, kann ich nicht einsetzen. Bernadette, schnapp dir das mal. Brustbogen. Alle sammeln. Naja, so weit wie möglich. Komm. Zornschlag, Himmelsspalter. Ja, das ist noch nicht so ganz drin. Aber rüsten wir schon mal aus. You'll regret this. Ach so, das machst du. Edelgard, vielleicht hast du auch einen besonderen Text mit dem. Nö. Aber er kriegt Schaden. Warum kriegt er Schaden? Hm. Egal. Kampftechnik, Himmelsspalter, Schwert des Schöpfers. Los geht's. Schauen wir uns mal an. Sah schon ganz nett aus. Stärke, Geschwindigkeit, Verteidigung. Ja, nett. Nettes Level. Not bad for your kind. A bunch of spoiled, rotten children. Holy shit. Schwarze Bestie. Oh my. Is this your first time fighting such a thing? Then listen well to what I say. Dieses Monster. Ach so. Warum so sachkundig? KP-Füllung. The evil power has caused them to grow quite large. Their life force is beyond a mortal like yourself. You cannot win unless you fell them twice, or even thrice. Ach so. Even if you've cornered one, you cannot let your guard down. Those things are even worse when threatened. Can you see that barrier? It is surrounded by great power. You must break through to fight that thing. A strong attack or gambit might help to break through more quickly. If you can break the barrier, that power will have nowhere else to go, and that will likely cause confusion for that thing. It cannot counter while confused, which means that is the best time to attack.
Okay, Rüstungsschaden. Break down all of their barriers. Not only will they be confused, they will not be able to move for a short while. Without the power flowing around them, they will not be able to restore their barriers. You might even be able to get something from them. Strategie. They have such might that they will not fear you alone. But a battalion could prove useful on that front. Attack them with a gambit to draw their attention and force them to target you. When they have realized their full power, the damage caused at times like that is not contained to just one spot. Once they have charged some power up, their barriers will be restored. You really must pay close attention to those things. Distract them with a gambit, or just take them down before they can attack. In any case, think carefully before you act. Warum so sachkundig? You should be conquering that thing instead of talking to me. If you're out of questions, get over there and fight! Such is the fate of one whose life is corrupted by a crest stone. How pitiable. The least we can do is put an end to his suffering. Okay, nett. Gilbert kann das anscheinend gut aushalten. Barriere. Barriere ist der letzten Schaden um 50 so lang. Inaktiv. Intakt. Entfernen wirkt Rüstungsschaden. Gut geschützt. Gegner können keine kritischen Treffer gegen. Oh, das ist immun gegen Crits. Magie beenden. Greift diese Einheit einen Gegner an, kann diese für 1 zu keine Magie wirken. Und verleiht beim Initiieren des Kampfes plus 6 Stärke. Oh. Einheit erleidet Midis 5 Geschwindigkeit für eine Runde. Ja, Kraft plus 16. Der haut gut rein, der Junge. Ja, wie macht man das jetzt so? Mal so. Think this through. Nahkämpfer nach vorne. Lassen wir mal Gilbert den ersten Schlag kassieren. Ach, der kann gar nicht mehr provokativ machen. Ja, das war ja sehr clever. Aber sie kann noch, ja. Well done. Dann wollen wir mal. Ach, der kann gar nicht kontern, Gilbert. Am Ausgewischen, Gilbert. Eieieiei. Ferdinand! I'll show you a plan. Warte, geben wir. Überfall. Bring in the smarts. Lauf das nieder. I will prevail. Ach, sie kommt gar nicht da durch. Das ist scheiße. Haben wir Edgar vorher noch? Dorothea, du heilst mal. Gilbert? Thanks. Strategie. Hat Level abgegeben. Okay, ja, nehmen wir. Plus eins ausweichen. Die Rüstung von Schwarzer Brest jetzt zerbrach.
Dunkelmetall bekommen. Kampftechnik, Himmelsspalter. Was killt denn ja fast? Plus Flammenwappen. Petra. Okay, durfst du nur einmal schießen. Plus Geschwindigkeit, ja, warum nicht? Anscheinend hat er seine Fähigkeiten verloren. Ach ne, die sind jetzt aktiviert. Ach so, schön. Jetzt hat er auch mehr HP. Oh, der Crit macht jetzt einiges aus. Der Crit macht jetzt einiges aus. Sehr nice, Bernadette. Und jetzt kann Hubert dem schon den finalen Schlag geben. Okay, der konnte gar nichts. War easy peasy. Und noch ein Level Up für dich. Markiert Geschwindigkeit, ja. Goddess, the beast is gone, yet Miquelon and the lance remain. It is done. Let's retrieve the lance and depart at once. Das Erbe von Gorotir. 22 Züge, nur weil man da rumgehen muss. Aber Edelgard als Heldin. Warum Edelgard als Heldin? Naja, vielleicht weil sie den ersten Lebensbalken von ihm ausradiert hat. Wer kann das schon sagen? That man, his form was changed. It was as though that lance was swallowing him whole. On that side, it makes sense that your students were upset. I wonder if those relics truly hide such power. Yet even still, that power seems familiar. That form as well. As one who wields the sword of the Creator, does that mean you possess that power too? Professor, you have returned. The goddess is indeed generous with her divine protection. I have already heard Gilbert's report about what happened. See to it that you keep what transpired at the tower to yourself. People would lose faith in the nobles should rumors spread of one using a relic and transforming into a monster. All regions of Fodland would fall into chaos. We must avoid that at all costs. Please ensure the students who accompanied you understand that as well. Have I made myself clear? Ja, natürlich. His transformation into a black beast was nothing short of divine punishment from the goddess. Punishment for someone arrogant and foolish enough to use a hero's relic even though they were unworthy and unqualified. Ihr wusstet es? Of course. That is why we rushed to recover it. Sadly, we did not arrive in time. The church Hoppla. Will formally return the lance to House Gautier, if you would. You have my gratitude. I can see that I was right to trust you with this. Please report back. I will tell you of your new mission for the coming moon at that time. Bisher haben all diese Heroenwaffen irgendwie Knochen an sich. Archbishop was pleased with your performance. Did you return the Lance of Ruin? Ich habe sie zurückgegeben. Ich habe sie nicht zurückgegeben. Warum soll ich? Hä? I keep thinking about what Gilbert told us. Überhaupt Gott hier? Yes. Miquelon was discarded by his family because he was born without a crest. Eventually, he became a masterful thief and gathered enough ruffians to capture a fortress. Right or wrong, he was a gifted leader. Naja, es war ja keine Festung an sich, es war ja nur ein Turm. He could have been a great asset to Fodlan. What a waste!
It's true that a crest can increase your magical abilities and allow you to wield the full might of a hero's relic. But one cannot measure a leader's worth based solely on whether or not they bear a crest. There are plenty of talented people in this world without one. Warum sind dann alle derart von Wappen besessen? People believe crests are blessings from the goddess, that they're necessary to maintain order in Fodlan. But the people are wrong. Crests are to blame for this brutal, irrational world we live in. Their power is granted only to a select few, whom we elevate and allow to rule the world. Have you ever wondered if the only way to create a truly free world is to dispense with the goddess and the crests? Do that, and people will have no choice but to rise and fall by their own merits. Das könnte ja schon fast Blasphemie sein. I question whether you revealed too much to the professor. Perhaps I did. It is true that our teacher possesses a rare talent. Even I cannot deny it. The ability to wield the sword of the Creator is concerning. I've already explained this to you. My power alone is insufficient. That's why I'm borrowing power from those people. If our teacher can wield it in my stead, I believe that would be for the best. It's a risk. A dangerous one. You leave me no choice but to take matters into my own hands. Please excuse me. I can't hide from the truth. I can't do all that I must on my own. If all I can rely on is my own ambition, my path won't be easy. Is it so risky to reach out my hand? Father, I swear I will not stop until I succeed. My regret, my grief, my whole life. I've thrown it all away into the darkness. Also noch mehr. Professor, you have done well to complete such a difficult task. You have shown exceptional skill in leading your students. I am forever grateful for the safe return of the hero's relic. Just as I expected, you have mastered the sword of the Creator. Now then, I shall tell you about your mission for the coming month. Archbishop! Setith, what troubles you? Flane is missing. I cannot find her anywhere. Was? Das ist böse. Das ist böse, böse, böse. Flane darf nicht. Hat ihr überall gesucht? I have searched every corner I can think of. I could not find her anywhere. I'm Flane. Nein. No, what am I to do? Calm yourself, Setith. Professor, we shall continue our discussion another time. So, was mit Flame passiert ist und wie das weitergehen wird, das werden wir wohl erst beim nächsten Mal sehen mit Fire Emblem Three Houses. Also, bis dann. Ciao.